Jetzt geht es um Kompression und vor allem um ein wirklich wichtiges Thema, was immer wieder aktuell wird. Neben Farben und Muster gibt es halt eben auch das Thema Zusätze. Und hier ganz wichtig, auch was wir wirklich mal sagen möchten, ist, wir können nur das tragen und zeigen, was auch an uns funktioniert. Jeder ist komplett individuell, groß, klein und so weiter. Und jeder braucht eine andere individuelle Versorgung. Das heißt, bitte, ihr könnt gerne uns zuhören, ihr könnt inspiriert werden. Geguckt wird im Internet, gegessen wird im Sanitätshaus. Also, wenn ihr mit eurer Sanifee, mit euren Sani-Elfen, Kompressionist, Kompressionistin, Fachverkäuferin im Sanitätshaus, innen, wenn ihr mit dieser Person ein Team bildet und richtig gut miteinander zusammenarbeitet, miteinander redet, was sind die Lebensumstände, bin ich in den Wechseljahren, mache ich viel Sport, bin ich in den Kindergarten, ne? Was ist mein Alltag? Die Kompression muss da reinpassen. Ja. Und wenn ihr nicht mit dieser Person redet, dann kann das auch nicht geboten werden. Ne? Also da wirklich ein gutes Team bilden und dann wird da die perfekte alltägliche Versorgung für euch daraus kommen. Das heißt, wir erzählen euch jetzt, was unsere Erfahrungen mit unseren Zusätzen sind, wie unsere Kompression so aufgebaut ist und dann könnt ihr mit diesem Naschwerk an Inspiration zu eurer Fachkraft gehen. Und ich mache einfach mal den Anfang. Ich trage eine Strumpfhose und Armstrümpfe mit Handschuhen, den 550. Was ist daran zu erzählen? Die Zusätze. Ich habe an den Armen eine Funktionszone, eine Ellenbogenfunktionszone, die mir eben dabei hilft, weil ich ja den ganzen Tag am Laptop sitze. Ich arbeite sehr viel mit angewinkelten Armen und diese Funktionszone hilft mir einfach dabei, dass es ein bisschen komfortabler ist, ne? Dass sich hier der Stoff einfach, das Gestrick einfach sehr angenehm und weich anfühlt. Ich habe ein breites Haftband mit Mikronoppen. Das heißt, der Strumpf bleibt aber wirklich den ganzen Tag oben. Also da rutscht gar nichts, das ist richtig gut. Dieses Haftband habe ich auch am Bauch. Und neben den Funktionszonen am Knie und Kniekehle habe ich vor allem das Po-Forming. Das Po-Forming macht richtig schön eine tolle Silhouette am Hummelpopo. Ist ganz wichtig, da ist er, der Hummelpopo, Leute. Hummelpopo. Ich habe extra Bilder davon gemacht. Normalerweise macht man ja solche Bilder nicht für sich, ne? Oder halt nur für gewisse ausgewählte Leute. Nur für euch. Ja, für Hummelpopo. Nur für euch. Wir sind ja hier im geschützten Bereich. Richtig. Und da seht ihr einfach, gerade auch am Kleid zu sehen, da malt sich das Hummelpopöchen wunderbar ab. Und das tut mir in meiner Seele einfach gut, weil es für mich eine Normalität irgendwie zurückbringt. Es ist irgendwas für die Seele, was einfach für mich zu meiner Kompression dazugehört. Jürgen, wie ist deine Kompression aufgebaut? Was hast du für Zusätze? Ja, da fange ich einfach mal an. Himbeer. Sehr schön. Ich hab heute schon den ganzen Tag gelacht. Ne? Also so einfarbig und dann Himbeer. Also ich finde, das kann auch jedermann tragen, auch zu einer Jeans, dass da so ein bisschen was rausblitzt, auch Magenta oder so. Ich finde schon tolle Farben. Jetzt komme ich aber mal zu deiner Frage. Ich habe eigentlich 35 Jahre lang schon Kompressionsstrümpfe bis zum Knie, Klasse 3. Und irgendwann auch mit geschlossener Fußspitze, vorher war das offen, damit ich die heute einfach als Socke anziehen kann. Weil nochmal über die Kompression eine Socke anzuziehen, wie dick und wie warm soll es da werden? Deswegen nutze ich das einfach auch als normalen Strumpf. Wichtig ist bei mir, weil das Ödem halt eben auf dem Fußrücken ist und über den Knöchel geht, dass eine Y-Einkehr sozusagen da reingewebt wird, was dann halt eben auch den Knöchel zwar komprimiert, aber immer noch Möglichkeiten gibt, damit der Lymphabfluss gewährleistet ist. Wie bei dir auch, Caro, hier oben, dieses Bündchen, was da ist, muss breit genug sein. Jetzt kommt das Buch aber weg. Breit genug sein, damit es auf jeden Fall nicht abschnürt und damit der Lymphabfluss einfach weitergehen kann. Jetzt war das ja vom Schicksal nicht genug. Ich habe einen Autounfall gehabt vor 10 Jahren und da ist das Bein halt eben nochmal bei dem Autounfall in Mitleidenschaft gezogen worden und ich habe nochmal ungefähr ein Drittel
das Bein dicker wie das andere Bein. Und normalerweise müsste ich hier bis oben hin noch einen Strumpf tragen. Das geht auch. Das hatte ich auch eine Weile. Wenn man dann zum Arzt zur Untersuchung kommt, dann hat man hier einen kurzen, hier einen langen. Der guckt dann mal so und sagt, gut, versorgt. Ne? Aber wir haben es dann geändert, weil ich so gedacht habe, irgendwie mit diesem langen und mit dem kurzen, also ich bin damit nicht so ganz zufrieden gewesen. Deswegen rumexperimentieren finde ich total wichtig. Und ich war dann in der Reha gewesen und dann hat der Physiotherapeut zu mir gesagt, wollen wir denn nicht was mal Neues probieren? Wir nehmen einfach eine Stülpe oben drüber. Das heißt, ich habe meine ganz normalen Kompressionsstrümpfe bis zum Knie und dann ziehe ich praktisch nochmal eine Stülpe darüber. Die geht dann bis hierher, fängt da an und da. Und das ist auch toll beim Sport oder wenn man viel läuft, jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, na, wenn man nach Nürnberg geht und Hütchen für Hütchen, irgendwann hat man hier so ein Knie. Und das finde ich total toll, dass man das als Add-on immer dabei haben kann im Rucksack. Schnell rausgeholt, mal auf Toilette verschwunden, drüber gezogen und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und das finde ich immer so, so wichtig an unserer Community, Austausch. Ne? Und wie ich auch sehe, deine Stulpe gibt es auch mit Funktionszone fürs Knie. Also das, was Caro am Arm hat, hast du tatsächlich am Bein. Genau, genau. Ja, nur leider halt kein Po vor mir, ne? Tut mir richtig leid für dich. Aber dafür gehe ich auch bei jedem neuen Rezept auf die Seite von Medi und hole mir diesen Konfigurator, weil den finde ich total toll. Der Farbfeiner, genau. Und da habe ich mir schon Lesezeichen abgespeichert und dann gehe ich immer, was gibt es für neue Farben und was gibt es auch für Muster. Das mit dem C finde ich total klasse. Und und ich habe natürlich als Mann immer die klassischen Farben wie Schwarz, Anthrazit und Dunkelblau, aber manchmal halt eben auch so kleine so Belohnungen, ne? Wo man dann einfach sagt, Ich finde es mega. Ja, genau. Carina, was sind deine Zusätze? Was trägst du? Genau, also bei mir ist ja auch nochmal ein bisschen eine Sonderlocke. Ich bin ja irgendwie immer auf Trab und unterwegs und in Bewegung. Und bei mir ist dann tatsächlich von der Strumpfhose hat sich das Ganze in eine mehrteilige, in meinem Fall zweiteilige Kompression verändert. Und ich trage jetzt total oft Leggings, also wirklich hier unten bis zum Knöchel und hoch bis in die Leiste, bis in die Hüfte. Und darunter tatsächlich AD-Strümpfe, das heißt bis unters Knie eine Socke. Da ähnlich wie auch Jürgen das schon beschrieben hatte, ohne Haftrand oder mit dem sogenannten Strickrand, das ist ein lockerer Abschluss, da ich beides in der Kompressionsklasse 2 habe, sodass der Druck dann nicht zu groß ist und der Lymphfluss trotzdem wunderbar angeregt wird und optimal hochläuft. Das hatte mir meine Sunny-Fee empfohlen. Da kann ich auch immer nur sagen, die Entscheidung von der Strumpfhose weg zu dieser zweiteiligen war eine Empfehlung meiner Sunny-Fee, weil ich ihr gesagt habe, so, hey, ich hätte gerne mal was anderes, ne, immer nur offene Fußspitze, was können wir da machen? Im Sommer habe ich ja auch schon mal eine Leggings mal, nicht immer, einfach an, wenn es sich anbietet, abends nach der Arbeit die Socke aus und das dann zu genießen und trotzdem noch in Kompression zu sein, war eine Top-Empfehlung und funktioniert bei mir. Ist aber bei mir funktionell. Das muss da jeder einmal schauen, abklären und besprechen, nachfragen. Sprecht auch mit eurem Arzt, wie das ist. Und an den Armen trage ich tatsächlich, du hast es so schön beschrieben, ich habe durch die Schmerzempfindlichkeit an den Oberarmen nicht mehr den Haftrand nutzen können, obwohl ich den Mondi an den Armen trage. Das ist ja schon die etwas flexiblere Variante, sondern ich habe den, tada, Bolero. Aha. Naja, den sieht man hier oben auch schon so ein bisschen neckisch rausgucke. Du bist auch neckisch, du bist eine verrückte Maus heute. Ich bin nicht schnackisch, ich bin neckisch. So, jetzt wird's wild, jetzt so, Carina, ich hole dich mal wieder kurz zurück, gell? Ja, genau. Genau, und dadurch, dass es der Mondi ist, braucht es halt auch einfach für mich persönlich keine Funktionszone. Aber auch da ganz locker und der Abschluss tatsächlich schön, schön weich, gibt mir da die meiste Flexibilität. Und wie wir es schon gesehen haben, auch der Strickrand als Abschluss oben an der Taille ist für mich tatsächlich sehr angenehm. Aber auch da die Besonderheit, ich kann es mittlerweile machen, weil sich meine Umfänge massiv verschlankt haben. Und auch da fragt eure Sunny-Fee, euren Sunny-Elfen, was es für optimale Optionen für euren Körper gibt und wie ihr euch da am besten wohlfühlen könnt in eurer Kompression. Genau. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass die medizinisch relevanten Zusätze auf dem Rezept stehen sollten. Also bitte auch mit dem Arzt sprechen, welche Zusätze da für euch sinnvoll sind, damit dann eben auf dem Rezept alles steht, damit die Krankenkasse das auch bewilligen kann. Ja. Ne? Und da ist wichtig, du sagtest halt schon korrekt, die medizinisch notwendigen. Ich mag halt solchen Kielefit, sagen wir ganz ehrlich, ich das liebe alles, Kielefit, was glitzert und glänzt. Das ist für die psychische Gesundheit genauso wichtig. Ist einfach auch ein schöner Zusatz.
Den kann man immer wieder aufnehmen und geht auf allem drauf, finde ich. Total super neben Muster. Richtig. Jetzt haben wir die grundsätzlichen Zusätze ja schon besprochen. Wir wissen, was wir jetzt ungefähr so im Alltag tragen. Aber Jürgen, du bist doch letztens Fan von was geworden. Ja. Und das ist ein Thema, was ganz wichtig ist, denn gerade bei einem Lymphödem ist das Thema Bandagieren unheimlich wichtig, weil du damit wirklich sehr effektiv arbeiten kannst. Aber das Problem ist, dass nicht jede Praxis das anbieten kann. Genau. Und da gibt es jetzt eine neue Lösung. Genau. Also Thema, Reizthema ist wahrscheinlich das Bandagieren. Ihr kennt das alle aus der Reha vielleicht. Mhm. Ne? Aber Hand auf Herz, wie oft geht ihr in die Reha im Leben? Das ist vielleicht 2, 3, 4 Mal. Da wird man dann richtig schön mumifiziert. Ja. Und das Gewebe wird total weich gemacht. Und das ist wirklich ein Gewinn, das Ganze. Und ich würde mir das wünschen, dass man das auch bei jeder Physiotherapie hat. Aber maximal sind, glaube ich, 60 Minuten in der Woche oder alle 2 Tage die Woche. Und es gibt halt eben auch ganz viele, wo einfach keine Zeit dafür da ist. Das nächste Problem ist Autofahren, an die Arbeit gehen. Wenn ich mir vorstelle, man ist im Einzelhandel und läuft dann wie eine Mumie darum, das geht halt eben nicht überall. Ja. Und da muss ich sagen, es gibt einfach nichts Besseres wie nach der Entstauungstherapie oder auch nach, mit dem Lymphamat wie gewickelt zu werden. Genau. Und da hat sich Mehdi was ganz Tolles einfallen lassen. Ich bin total verliebt gewesen. Und ich hab's, Wahnsinn. Das ist, man muss sich das so vorstellen, dass es 3 Teile gibt. Das ist einmal ein Fußteil, einmal ein Unterschenkelteil und einmal ein Oberschenkelteil. Hier unten drunter ist so ein ganz weicher Strumpf drunter gezogen. Mhm. Genau. Und dann legt man einfach hier diese Manschette hier drüber. Das funktioniert. Ich kann sagen, könnt ihr uns das einfach mal zeigen? Wie genau? Ja. Das ist ja jetzt schon genau. Fertig drauf gemacht. Wie funktioniert genau. Das jetzt? Also, das hat einen Klettverschluss. Ihr kennt das vielleicht von euren Kindern früher. Die hatten ja auch diese Klettverschlüsse. Ja, unsere Kinder früher, die ganzen alten Kinder. Die ganzen alten Kinder, okay, sorry. Ja, also auf jeden Fall wird das einfach wie eine Manschette drum gelegt. Mhm. Und dann befestigt man das erst oben, dann befestigt man es unten und dann zieht man praktisch jedes einzelne nach. Genau. Eins rechts, eins links, eins rechts, eins links. Mit so 2 Skalen, ne? Skala. Genau. Und man kann dann anhand der Striche auf der Bandage damit es das nicht Ganze so fest ist oder Circle auch zu locker. Genau. Wir müssen Circle 8 direkt. Genau. Das ist das Circle 8. Ja. Und der hat eine Skala hier auf der Karte und die Messdaten hier. Und dann kannst du damit eben den Druck, der für dich auch festgelegt wird, selbst anlegen, ne? Ja, was auch bei einer Selbstbandage natürlich. Und das funktioniert super gut. Also ich habe das wirklich jetzt schon oft probiert. Direkt nach der Lymphdrainage, nach dem Lymphamat. Das anzulegen, das ist so flexibel und gut, es tut einem richtig gut. Und man könnte theoretisch auch noch überlegen, ob man die Hose drüber macht und dann arbeiten geht. Man merkt es fast überhaupt gar nicht. Es gibt auch, glaube ich, einen Überstrumpf. Ne? Ja, gibt auch noch einen Überstrumpf dazu, das ist korrekt. Und ich finde es wirklich total gelungen. Und es gibt so eine Familie davon, die nennt sich Circ8. Und das ist der Juxta Fit, nennt sich das Teil jetzt hier. Und ich danke dir nochmal für die Karte, weil mit der Karte habe ich das am Anfang auch gemacht. Bin ich da zu fest oder bin ich zu locker? Genau, und ihr wisst ja alle, beim Bandagieren, unten muss man Druck haben und nach oben halt eben immer mehr Spielraum. Und das kann man mit der Karte einfach dann checken. Und dann korrigiert man es einfach nochmal, indem man es abzieht und nochmal ein bisschen mehr Druck drauf gibt. Und oder dann Druck wegnimmt. Ja, und ich kann es inzwischen schon im Schlaf, ich brauche die Karte gar nicht mehr. Super. Ne? Und das ist eigentlich das, was man ja eigentlich auch will. Ne? Ja. Und zum Ablösen nimmt man den Klettverschluss wieder zurück und dann kann man das Ganze einfach dann wieder beiseite legen. Und das ist natürlich auch super, wie du sagtest, krass. Wenn man mal unterwegs ist, zum Mitnehmen. Ne? Wenn ich das jetzt so sehe, das nimmt ja gar nicht viel Platz weg. Das Bein. Das ganze Bein. Nein, das Bein habe ich eigentlich überall dabei. Der Juxta Fit mit dem Strumpf darunter, das ist ja auch echt eine tolle Sache für unterwegs, für im Urlaub. Ja, kann man mitnehmen. So ein Lymphomat zum Beispiel geht nicht. Das stimmt, genauso mobil ist der nicht. Also echt eine super Sache, dass waschbar, du da... Waschbar, wollte ich nochmal sagen. Oh, super. Unten drunter ist ein Baumwollstrumpf, der ist erstmal schon sehr, sehr wichtig. Der ist schon mal waschbar und auch der Juxta Fit selber ist auch waschbar. Also es ist super spannend. Ich fände das wirklich auch nochmal wichtig zu zeigen, wie individuell eigentlich Versorgungen sind. Ja. Ne? Ja.